Missionsziel erreicht, wir kriegen wieder Gold. Ja, ist toll, dass wir das die ganze Zeit so machen müssen. So, wir haben einen Schreckensfürsten. Wir haben eine Stufe, zwei Stufe 3 Berserker. Sehr gut. Das heißt, einer von euch wird darüber verschoben. Schreckensfürst, Recke und so einer. Dann kann ich die Lade da unten rein tun und hier so ein, hier und hier. Und dann geht ihr erstmal trainieren. Squad 2 sollte ich auch zum Training schicken. Und wir haben Feindeinfall. Genau, das kommt nämlich. Das kommt nämlich auch doch hier zu uns. So. Heroes are entering your dungeon. Helden im Dungeon. Also was zum Extrahieren. Sobald Baal es getötet hat, natürlich. So. Ihr braucht alle Ausrüstung. Geht ihr mal essen. Du brauchst noch Ausrüstung und du musst hochtrainiert werden. So, da hätten wir schon mal unseren Raider-Trupp, weil den werde ich wahrscheinlich dann nicht mehr verändern. Nur in den Trupps wird dann noch ein bisschen hin und her geswitcht werden. So, der Trupp ist fertig. Wir haben wieder 4 Punkte fürs Arcanum oder Arcanium. So, das heißt Trupp 3 und Trupp 2 ziehen los, Materialien besorgen. Hm. Trupp 2 und Trupp 3 zieht dann hierhin los. Hier unten wäre noch eine einsame Materialmission, aber die ist zu weit. Da können wir ebenso gut warten, bis die paar Sekunden hier vergehen. Okay. Trupp 3 und Trupp 1 muss wieder hier hin losziehen. So, ich hoffe mal, die Helden wurden extrahiert. Helden extrahiert, 2 Stück, jawohl. Das heißt, ihr kriegt eine Materialmarkierung, ihr eine Extraktormarkierung. Ihr kriegt auch Extraktormarkierung. Material, Material. Ihr könnt noch eine Extraktormarkierung bekommen, so. Ah, ja. Dann haben wir mal noch einen Recken raus. Wandeln wieder Pilze um. Wir bräuchten eigentlich noch einen zweiten Recken. Oh, und wir haben... Ja, wir haben Materialien gekriegt. Noch ein bisschen mehr und wir haben genug für das Arcanium. Worüber wir auch das jetzt hinquetschen sollen. Die Spelunke fehlt übrigens noch. Die könnten wir hier hinquetschen. So. Noch mehr Gold. Ja, und es wird auch ein bisschen Gold zum Teufel gehen wahrscheinlich. Hier können wir auf jeden Fall noch eine Küche hinbauen. So, ich habe genug fürs Arcanium. Das passt hier nicht hin. Das würde hier hinpassen. Wenn ich hier noch ein Stück rübergraben würde, könnte ich es da hinsetzen, aber nee. Hier oben wird nachher sehr viel ungenutzter Platz sein, weil die Küche kann ich hier platzieren. Ja, hier irgendwo. Hier ist kein Platz für Arcanium. Achso, da wäre Platz für Arcanium. Ich könnte es dann hier hinbauen. Gut, dann bauen wir erstmal eine Spelunke.
Hier so ans Eck. Dann können wir da auch noch durchbuddeln. So, Squad. Eins war da weg. Das heißt, Squad 2, Squad 3 und Baal. Baal. Nach hier oben. Truppe 1 kann man hier bleiben. Was? Habe ich verpennt, den Trupp loszuschicken? Nicht oder, oder? Jetzt war ich so fixiert auf irgendwas anderes, ich habe verpennt, den Trupp loszuschicken. Ah. Es lief so gut und dann das. Kann ich neu starten? Nee, ich mach das offscreen. Jetzt mosch ich einfach Helden, ist mir egal. Einfach alles töten. Gibt's doch nicht. Ich habe das echt verpeilt. Oh. Und ich habe wieder Eindringlinge. Deathslayer, one of the hostiles dropped a map marking a location close by. The marking says HQ. I suggest you put together a really heavy bunch of raiders and send them to check it out. Ja. Das kennen wir ja wieder. Das ist jetzt irgendwie nervig. Genauso das wie das mit den Materialien. Jetzt habe ich nicht genug Pilze. Okay. Ich kann aber schon mal das Arcanum bauen. Das platziere ich dann einfach hier. Buddel mich hier durch. Ja, mein Squad sieht gut aus. Ja, das ist mein Squad. Das heißt das gegnerische Squad. Achso, das ist mein Priester. After slaughtering the guards, our minions found a letter from someone called the Dragoon. It was addressed to none other than Baron Malister Cruelly. The blasted triple shit survived the wreckage. Catching him must wait, but catch him we will. Maybe we can give him as a kind of present to the sister of my devoted wife. Ja, von mir aus. Ich pack's aber doch nicht, dass ich so doof war. So, ich platziere hier mal ein paar Sprengtruthähne. Baal, bleibst du da? So. Noch einmal so machen. Das Arkan ist gebaut. Helden in meinem Dungeon, die meine Arbeit abknallen wollen. So. Ihr werdet jetzt extrahiert. So. Ganz einfach. Weil ich es sage. Noch eine Küche. Ich brauche jetzt mal zwei Schergen.
Und noch zwei von denen hier. So. Noch ein Schreckensfürst, bitte. So, ich muss nämlich meine Squads mal ein bisschen pimpen. Gut. Wow, habe ich jetzt viele Punkte. Magische Rüstung oder doch lieber noch ein Squad? Machen wir es mal ein Squad. Jetzt komme ich auch nicht mehr an das Gold ran. Ah. Das ist so doof. Echt, ey. Tja. Fehler macht man eben. Dann kommen die überschüssigen Berserker halt mal hier hin. So. Noch ein Squad. Und hier braucht Materialien. Out of the pit into a hellhole. Squad 4 muss ich trainieren. Die anderen Squads kann ich mal losschicken. Erstmal kann ich neue Arbeiter auf dem Weg erschaffen. So, dann prügel ich mal hier alles tot. Einfach mal Rache betreiben. Gute altmodische Rache betreiben. Wobei ich selber schuld dran bin. So, ich habe 50 Pilze. Dann kann ich wieder umwandeln. So. Out of the pit into a hellhole. Jetzt muss ich warten, bis hier alles abtransportiert wird. Materialien. Und Helden. Es kann doch nicht sein, dass es der einzig freie Arbeiter zurzeit ist. Nein, es sind ein paar mehr. Gut. Wir haben schon mal ein paar Materialien zusammen, damit kann ich die beiden hier schon mal upgraden. Materialien werden ja, glaube ich, hierher gebracht oder werden die bis ganz darüber geschleppt. Ich weiß gar nicht, welches Ding näher ist. Da liegt noch ein Held und da liegt noch ein Held. Ja, der wirft den Held weg. Mal ganz einfach so, weil das kann. Hier kann ich noch dann Schatzkammern hinbauen. Und eine Vorratskammer. So. Du noch? Na, brechen wir mal kurz die Rüstung ab und bauen dafür noch eine Vorratskammer hier hin. Ah, ich könnte jetzt die umwandeln. Auch wenn mir das viel weniger bringt und dir dafür noch deine Rüstung kaufen. So. Ich würde sagen, Squad 1 schicke ich dann mal auf eine große Materialmission. Oder auf eine mittlere, besser gesagt. Genauso wie Squad 2. So. Squad 1, los. Und Squad 2 hinterher. So.
Oh, die haben noch gar nicht essen können. Das war jetzt irgendwie gemein. Na, das mit dem... Nein, ich versuche mich nicht rauszureden. So, schalten wir mal Fallen frei. Der Raum da oben ist egal. Ich finde es trotzdem doof, dass ich da so auf den Leim gegangen bin. Wie viel für Räume eigentlich noch? Ah, nur noch ein verschiedener Raum. Überfälle. Noch zwei Helden, die extrahiert werden müssen. So. Squad 4 kann auch was essen. Währenddessen kehren Squad 1 und Squad 2 erfolgreich zurück. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir 25 Materialien über, mit denen ich nichts anfange. Ah doch, ich kann was mit denen anfangen. Ne, kann ich nicht. Ich habe die Küche ja schon gebaut. Ich muss sie nur besetzen. So. Ich brauche noch 8 Punkte. Auf jeden Fall brauche ich erstmal 4 Punkte. Da kriege ich 2 hier. Für verschiedene Fallen kriege ich auf jeden Fall 2.